Es geht los mit einer Band, die wir schon ein paar Mal in den Folgen zuvor gehört haben. Das heißt, irgendwie, wer diese Folgen geschaut hat, wird diese Band kennen, nämlich Bushfire. Und neben mir sitzt unverändert Oliver Schröder, ein Viertel von Bushfire, oder ein Fünftel? Richtig, ein Viertel, Ein genau. Viertel, ich kann doch noch rechnen. Erzähl mal kurz die Geschichte von Bushfire. Wie seid ihr entstanden? Warum gibt es euch wieder? Und was hat das Stück zu bedeuten, das jetzt gleich zu hören sein wird? Okay, gut, viele Fragen auf einmal. Also, wie sind wir zusammengekommen? Wie gesagt, wir hatten eine Band, die hieß Pink Torpedo. Da waren wir zu viert, also mit Stefan Witt als Sänger, aber ansonsten noch Martin und Matthias und ich. Und Stefan stieg irgendwann aus und meinte, ja, keine Lust mehr. Und wir kamen auch musikalisch nicht mehr ganz so zusammen klar. Das heißt, wir suchten einen neuen Sänger und haben uns für den jungen René Nossong entschieden, der mit 20 Jahren schon super Sänger war. Absolut genial. Wir haben ihn von seiner Schulband Simon Faints damals abgeworben, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob er da noch mitgemacht hat. Ich glaube nicht. Und ja, und seit 25 Jahren spielen wir zusammen, im Prinzip. Also mit ganz großen Unterbrechungen. Genau. Genau, The Latest Tomorrow. Was gibt es zu diesem The Stück zu Latest sagen? Tomorrow, ja. Ha. Ganz große persönliche Abrechnung, auch für René, der Text, glaube ich. Ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, was er damit sagen wollte. Ich glaube, so ein bisschen davon habe ich auch geschrieben, aber hört es euch am besten selber mal an und zieht euch was raus. Okay, Bushfire und The Latest Tomorrow. Viel Vergnügen. Me, myself, and I will follow at the latest tomorrow. Without you, I'm not alone. I don't give a shit.
follow.